Venom vs. Carnage, der Film. Endlich ist er da, Freunde. Kurz am Anfang nochmal, wir haben uns extrem viel Mühe gegeben, deswegen lasst doch gerne ein Like da und schaut euch das Video heute bis zum Ende an. Ich werde mir das ganze Video heute mit euch anschauen, für Popcorn ist schon mal gesorgt. Natürlich grüße ich aber auch heute wieder drei aktive Zuschauer, heute ist es Sarah, Tim und der liebe Real Ukraine. Freunde, falls auch ihr im nächsten Video gegrüßt werden möchtet, dann lasst unbedingt ein Like da, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert unbedingt die Glocke und beantwortet jetzt das folgende Quiz richtig. Welcher dieser Skins verwandelt sich in Venom? Ist es Antwort A, Tony Stark? Ist es Antwort B, Loki Lofassen? Oder ist es Antwort C, Edward bzw. Eddie Brock? Falls ihr da draußen die Antwort kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und jetzt, Freunde, gönnt euch das ganze Video bis zum Schluss. Ist extrem, extrem geil geworden. Heute gibt es auch das Finale dazu. Let's go. By the way, ich habe jetzt auch einen Minecraft-Kanal. Falls ihr den noch nicht kennt, dann checkt ihn sehr gerne ab. Natürlich nur, falls ihr Minecraft-Videos feiert. Jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Und am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, die den einen oder anderen vielleicht sehr erfreuen könnte. Oh Mann, schnell. Oxybrock, das kann nicht sein, Mann. Du hast letztes Mal so viel Rambazamba gemacht und jetzt kommst du wieder zu spät. Ey, Mann, das, was in der Stadt da passiert ist mit mir, wo ich mich verwandelt habe, das darf nie wieder passieren. Aber zum Glück denkt jetzt die Polizei, dass es dieses eine Mädchen wäre, die sich verwandelt hat, obwohl ich das eigentlich war. Egal, schnell, ich muss zur Schule gehen. Wartet mal, das sind ja meine zwei Freunde. Was machen die denn da? Hey, Mann, ich geh lieber. Jungs, was geht ab? Yo, was geht ab? Alles klar bei euch? Ja, bei uns ist alles klar, aber was ist eigentlich letztens mit dir in der Stadt passiert? Du bist komplett durchgedreht. Ja, in der Stadt, hört zu, Jungs, ich habe mich in dieses eine Monster verwandelt und die Polizei denkt jetzt, dass das eine Mädchen da wäre und die haben sie jetzt einfach verhaftet. Aber warte mal, Lukas, was machst du denn hier, Mann? Wir sind doch gar keine Freunde mehr. Ja, Mann, Ox, ich wollte mich bei dir entschuldigen, Mann. Ich habe eingesehen, dass das nicht richtig war, Mann. Hey, Bro, du hast mich einfach mit Wasserballons beworfen, hast mich mit den anderen ausgelacht. Was sollte das denn? Ich habe mich nur wegen dir verwandelt, Mann. Du wusstest das. Du warst der, dem ich das als erstes erzählt habe und dann hast du mir sowas angetan, Mann. Ja, aber, Mann, du weißt, ich wollte einer der Coolen sein, Mann. Sonst mobben die mich wieder. Es tut mir leid. Ja, okay, Bro. Ich verzeih dir ausnahmsweise, aber mach das nie wieder, okay? Wenn du mich noch einmal verraten solltest, dann war es mit unserer Freundschaft. Verstanden? Verstanden, Mann. Ey, Bro, Mann. Ist echt schon krass, aber hast du eigentlich schon das Buch gelesen, was ich dir geschickt habe? Ach so, das Buch? Ja, das habe ich gelesen. Das ging um diese zwei Parasiten, Freunde oder was das auch immer waren. Carnage und Venom. Aber das Ding ist, Bro, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Bin ich echt dieser Venom aus dem Buch? Stimmt, bist du das? Aber, Bro, das kann doch nicht sein, Mann. Das ist doch nur ein Märchenbuch. Ich kann mir es gar nicht vorstellen. In dem Buch stand irgendwie, dass früher Carnage und Venom einen riesigen Kampf hatten im 14. Jahrhundert. Und das in einer großen Gladiatorenarena in Rom, Mann. Und ich weiß halt nicht, was wir jetzt machen sollen. Weil wenn ich echt dieser Typ bin, dann ist das halt echt gefährlich, wisst ihr, Jungs? Ey, Jungs, wir können später drüber reden. Wir müssen rein in den Unterricht, sonst kommen wir zu spät. Oh, stimmt. Wir müssen schnell in den Unterricht gehen. Schnell. Guten Morgen, Herr Lehrer. Wir haben uns alle getestet. Morgen. Alles gut. Guten Morgen. Ja, natürlich, Herr Lehrer. Wir sind immer alle sehr brav getestet. Na los. Oh Mann, ey, Leute, merkt ihr das irgendwie? Alle gucken mich so richtig komisch an. Kann das sein? Schaut mal, dieser Kevin da vorne. Bro, du warst vor ein paar Tagen noch ein Monster, Mann. Ist doch klar, dass dich alle angucken. Ja klar, aber es weiß ja nur unsere Schule. Ich meine, die Polizei und die anderen gesamten Leute aus der Stadt denken alle, dass das dieses eine Mädchen aus unserer Schule war. Was denkt ihr, passiert eigentlich gerade mit ihr? Ja, sie wird verhört. Und höchstwahrscheinlich auch in die Area 51 geschickt. Was soll denn sonst mit dir passieren? Oh Mann, Jungs, aber schaut euch den mal an. Oh Mann, ich glaube immer noch, dass er das Monster war. Ja, ich auch. Yo, Bro, guck da einfach nicht hin, Mann. Das ist nur Kevins Zwillingsbruder Evan, Mann. Der ist ein Idiot. Okay, Jungs, kommt direkt mit. Na los. Hallo, liebe Schüler. Hier spricht der Direktor. Heute ist keine Schule. Warte, was? Mein Gott, hast du das gehört? Hast du das gehört? Wir haben keine Schule. Oh mein Gott, Bruder. Na, Mann, let's go. Keine Schule? Warum denn das? Lass mal zuhören. Aber... Mann, war doch klar, dass es ein Aber gibt. Was meint der denn jetzt mit Aber, Mann? Wir fahren nach Rom. Wir fahren nach Rom? Warten Sie, Herr Lehrer, meinen Sie gerade, wir machen einen Klassenausflug oder wie darf ich das verstehen? Ja, wir machen einen Ausflug in ein Museum. Ein Museum in Rom? Wartet mal, Jungs, in Rom war doch dieser eine Kampf aus dem Buch, von dem du mir erzählt hast, oder nicht? Ja, genau. Ey, Bro, nicht, dass da irgendwas mit dir passiert, Mann. Nein, ich denke nicht. So, ich habe euren Eltern auch schon Bescheid gesagt, die wissen alle Bescheid. Dann würden wir jetzt schon losfahren. Begebt euch in Zweiergruppen oder in Dreiergruppen und wir sehen uns draußen. Passt auf, unten sind noch Fahrradfahrer, folgt mir einfach und ja. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wir machen halt einfach einen Schulausflug und das einfach nach Rom. Ausflug, Mann. Na los, Mann, das ist ja voll geil. Mit den ganzen Schülern hier einfach. Na los. Ja, Mann. Auf geht's nach Rom. Auf geht's nach Rom. Auf geht's nach Rom. Auf geht's nach Rom. Oh Mann, Freunde, wie geil ist das, Mann? Wir gehen einfach auf riesige Klassenfahrten. Na los, Mann. Ja, aber ich kann's gar nicht fassen, dass wir bald einfach in Rom sind.
Ja, Mann. Warte mal, Bro, der Bus ist stehen geblieben, Mann. Ich glaube, wir sind da, oder sind wir echt in Rom? Oh Mann, ey, wie gut ist das denn? Oh Gott, wir sind einfach in der Stadt der Liebe. Nee, Bro, das verwechselst du gerade mit Paris. Warte, der Busfahrer redet, oder unser Lehrer. So, wir sind angekommen. Ich habe euch hier schön mit dem Bus hergebracht. Ich hoffe, die Fahrt war angenehm. Und ich muss noch was sagen, weil die Stadt Rom ist eine Großstadt. Und wenn da jemand verloren geht, ist es sehr schlimm. Da müssen wir die ganze Polizei anrufen und so. Oh, Herr Lehrer, Sie machen sich doch viel zu viele Sorgen. Mann, hier geht doch keiner verloren, oder, Bro? Ich denke nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Hey, Oxy, ist sehr gefährlich. Bleibt einfach hinter mir, stellt euch draußen auf und dann können wir uns in die Gladiatoren-Arena begeben. Oh Mann, ich freue mich schon so auf Rom. Ja, Mann, das wird so cool. Oh Mann, ja, okay, Lehrer. Oh, die ganzen Schüler stehen schon auf. Na los, wir gehen jetzt direkt raus. Ey, Mann, ich freue mich so, Bro. Wir sind einfach endlich da, Mann. Let's go, Mann, endlich raus. Ey, Lukas, Bro, wie war deine Fahrt, Mann? Wieso saßt du eigentlich vorne? Hat dich der Lehrer dahin geschickt oder was war da los? Ja, Mann, der Lehrer hat gesagt, ich bin zu laut und deswegen wurde ich nach vorne geschickt, Mann. Oh Mann, egal. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Wir sind einfach in Rom. Warte mal. Ey, Bro, hier sieht's genauso aus wie in diesem einen Buch, das du mir gegeben hast. Nur in modern. Da, wo dieser Carnage gegen Venom-Kampf standfand. Damals im 14. Jahrhundert, weißt du, Bro? Hast du das Buch eigentlich überhaupt gelesen? Das war ja auch hier. Warte, das war hier in Rom, oder was? Ja, genau. Und zufällig auch in der Gladiatorenarena. Was? Auch in einer Gladiatorenarena? Das kann doch nicht sein. Wir gehen gerade zu einer Gladiatorenarena, die in ein Museum umgebaut wurde. Oh Mann, denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Wir sind in der Stadt, wo damals der Ka... So, meine Schüler, ich will sagen, wir begeben uns jetzt in die Gladiatorenarena, also ins Museum. Oh Mann, Jungs, das kann doch echt sein, Mann, dass das die Arena ist, wo damals Carnage vs. Venom gekämpft haben. Was, wenn hier irgendwas Schreckliches passiert? Bist du dir ganz sicher, dass dir das ist? Zu 100% oder was? Ich habe das Buch dreimal durchgelesen. Ich bin mir da 100%ig sicher. Oh Mann, ey, wenn die das wirklich... Oh Mann, ist, Oxy. Mal, hier ist der Eingang. Ja, Bro? Ich denke, das ist dein Schicksal, Mann. Wie meinst du das, mein Schicksal? Wieder da zu kämpfen wie damals, Mann. Vielleicht bist Nein, Bro. Ich kann noch gar nicht kämpfen, Mann. Ich glaube, der hat sogar recht, Mann. Nein. Alter, schau dir das mal an. Das ist die riesige Gladiatorenarena und die wurde jetzt einfach in ein Museum umgebaut. Wie krass ist das denn? So, meine Schüler, wir sind jetzt da. Ist das nicht richtig cool, wie groß die ist? Boah, wie cool ist die denn? Oha, mega cool aus. Alter, Jungs, die ist ja wirklich riesig. Egal, lass uns die Lehrer weiterfolgen. Na los, lass uns weitergehen. Oh Mann, Herr Lehrer, was werden wir eigentlich machen? Werden wir uns jetzt alle einzelnen Ausstellungsstücke angucken oder wie wird das Ganze sein? Ja, wir werden uns alle Ausstellungsstücke angucken und ich werde euch auch in Gruppen zusammenteilen und dann kriegt ihr auch ein paar Aufgaben von mir. Okay, dürfen wir schon direkt losgehen? Ich würde dann gerne mit den zwei Jungs mit meinen Freunden gehen, okay? Nein, Jungs, wir bleiben erstmal alle zusammen und gehen erstmal runter. Oh, okay, na los. So, meine Schüler, ich habe euch jetzt in Dreiergruppen zusammengeteilt. Ihr dürft euch jetzt alles angucken und wer das Quiz für das ganze Stadion richtig hat, kriegt einen Lohn. Ich und mein Kollege gucken uns auch hier rum. Oh, oha, wie cool ist das denn? Okay, Jungs, wir müssen uns beeilen. Schnell. Also, wir müssen das Geheimnis der Arena herausfinden, ist das richtig? Okay, Jungs, wir müssen das Ganze schlau angehen. Schaut mal, die anderen gehen schon da lang. Okay, wo wollen wir uns zuerst umgucken? Warte mal, was ist das denn hier? Jungs, kommt mal mit. Schaut euch das mal an. Boah, wie cool ist das denn, Mann? Was ist das? Ausgestopfte Menschen? Ich glaube schon. Ich glaube, das sind die Gladiatoren, die damals hier gekämpft haben. Kann das sein? Ich glaube, das sind die alle gegen Venom verloren haben. Glaubst du, Bro? Warte mal. Wenn das wirklich die Arena ist, dann, Oh Mann, Orksi, aber wenn du dieser Venom bist, dann muss es doch auch einen Carnage geben. Ja, das stimmt, Bro. Aber Jungs, lasst uns erstmal weiter umsehen. Okay, warte mal, seht ihr das Gleiche, was ich sehe? Was ist das denn da? Carnage! Bist du dir echt sicher, Mann? Als ob der hier echt eingefroren wurde. Was? Lass mal schnell hin, Lass mal da hin! Warte mal, lebt der noch, Jungs? Was steht hier? Carnage, das riesige Ungeheuer, wurde eingesperrt, eingeschläfert und dann... Wurde eingefroren? Ja, anscheinend schon, Mann. Hier war wohl ein riesiger Kampf gegen die Wächter und dann wurde er und sein Bruder eingesperrt. Ich hab so eine gute Idee, Mann! Was denn, Bro? Was ist denn deine Idee? Nein, Bro, geh da nicht rein, wenn die Security uns sieht. Nein, zünd den nicht an, Mann, zünd den echt nicht an. Nein, geh weg da, Mann. Oh Mann, es explodiert gleich, Jungs, geht weg da. Nein. Boah, was war das denn, Mann? Warte mal, Jungs, er ist verschwunden, Mann. Was hast du gemacht, Bro? Hast du ihn echt angezündet oder was war das? Ich hab ihn angezündet, aber weißt du, was das heißt, Mann? Er ist wieder am Leben. Bro, oh das mein ist Gott, doch die überhaupt Lehrer nicht gut, Mann. Jungs, wir haben nichts gemacht, wenn die Lehrer sagen. Hier hinten ist alles gut, Herr Lehrer. Jungs, was war das für ein Knall? Oh, das war der. Ja, das Oxy hatte Böller.
Was laberst du, Mann? Nee, das war der Mageninhalt von Lukas, Mann. Er hatte echt doll Hunger. Okay, Jungs, dann ist ja alles okay. Benehmt euch einfach richtig, wie immer. Oh Mann, Jungs, das war echt... Ey, was verpettest du mich überhaupt, Bro? Und wo ist der jetzt hin, Mann? Was hast du gemacht? Hast du echt noch einen Feuerwerksböller dabei? Du bist doch verrückt, Mann. Ja, ist doch egal, aber weißt du, was das Wichtigste jetzt ist? Wir müssen ihn suchen. Das stimmt. Wir müssen ihn auf jeden Fall suchen, Mann. Jungs, wir haben gerade ein riesiges Parasitenmonster freigelassen, das jetzt hier in unserer Klasse herumtobt und wahrscheinlich alle töten wird, Mann. Warum soll das egal sein? Ja, wir haben das nicht. Ja, Mann. Aber was soll ich denn bitte machen? Ja, du zerstörst ihn einfach. Nein, Jungs. Mann, du bist Venom. Du wirst gegen ihn gewinnen. Jungs, wir müssen jetzt erstmal finden. Okay, na los. Mann, es kommt doch immer auf so dumme Ideen. Na los. Carnage, wo bist du? Carnage, wo bist du? Oh, hier unten ist ja auch nicht. Jungs, such doch schon. Oh Mann, unsere Klasse hat sich schon versammelt. Wir müssen langsam zurückgehen. Egal, wir gehen einfach nach Hause und wir lassen einfach rum sein Schicksal. Was nein, auch das können wir doch nicht machen. Nein, Mann. Wir müssen uns hier verstecken, Mann. Wir verstecken. Ja, okay, kommt mit, Jungs. Wir verstecken uns hier hinten. Schnell. Oh Mann, ey, ich hab so schreckliche Angst. Ey, Mann, siehst du das? Was passiert denn da bei den Lehrern? Ach du Scheiße, Mann, ist das Carnage? Ich bin zurück. Was ist das? Ach du Scheiße, ist das ein Parasitenmonster? Oh Mann, ich kack mir gleich in die Hose. Keine Angst, ich will euch nur fressen. Entschuldigen Sie, wir haben hier gerade mit meiner Klasse einen Klassenausflug. Stirb, du dummer Mensch. Er hat einfach unseren Lehrer getötet. Lehrer, ich wollte doch nur auf eine 1 haben. Nein! Schnell, haut ab, alle weg, Leute, schnell! Kinder. Oh Mann, was hat er nur getan? Er hat unseren Lehrer getötet. Ey, Jungs, Aber das ist gar nicht schlimm. Nein, was für was? Nicht so schlimm, Mann. Das ist ja deine Schuld, Mann. Mehr. Der wird uns jetzt auch alle töten, Mann. Du verstehst nicht. Wie soll ich uns denn bitte beschützen, Mann? Was soll ich denn bitte machen? Verwandeln, ich weiß doch gar nicht, wie das geht, Mann. Rast doch einfach wieder aus. Und wie soll ich ausrasten? Wir sollen ihn beleidigen. Beleidigen? Nein, hört auf mich zu beleidigen. Was laberst du, Mann? Jeder mag mich. Ich habe mit deiner Schwester geklärt, Mann. Denkst du, bist Fred? Oh Mann, Jungs, das funktioniert nicht, Mann. Hört auf mich zu beleidigen. Ich verstehe nicht. Ich habe eine bessere Idee. Was soll das denn jetzt? Oxy, du musst dich bitte verwandeln, Mann. Er wird uns alle töten. Oxy, Mann, das vorhin war gelogen. Ich will gar nicht mit dir befreundet sein, Mann. Du bist ein Loser. Oh Mann, Jungs, das funktioniert nicht, Mann. Das habe ich euch doch schon bereits gesagt. Wir müssen uns was anderes überlegen. Schaut nur, ihr tötet alle unsere Klassenkameraden. Was passiert da nur? Er verfolgt die. Oh nein, warte, oh nein. Mann, Oxy. Oh Mann, ich habe so einen Angst. Ich kack mir gleich in die Hose. Ich hab Angst. Ich kann nichts. Nein, bitte nicht. Lecker. Oh, bitte. Ich will nach Hause. Na, ich kann doch nichts machen, Mann. Er hat gerade Evan getötet. Oh, Mann, der arme Evan, Mann. Ich hab doch so Angst. Mann, reiß dich jetzt zusammen. Wenn du dich nicht verwandelst, dann geh ich hin und nimm's selber in die Hand, Mann. Warte mal, Bro, was hast du vor? Nein. Oh, Mann, komm was her, hat denn Mann. Du vor, ey? Hör mal zu, du Monster, oder was du auch bist. Du wirst nicht meine Klasse verletzen. Mein Lehrer war noch okay, aber jetzt geht's so weit. Was willst du denn? Ich boxe dich kaputt, Junge. Lass meine Klasse in Ruhe. Ach. Dummer Mensch. Ah, komm her, Mann. Nimm das. Ach du Scheiße. Was ist da denn jetzt bitte passiert, Mann? Er ist einfach weggeflogen. Er hat ihn einfach getötet, Mann. Du musst dich jetzt endlich verwandeln. Ich schau mal, ob es ihm gut geht, Mann. Ich komm mit. Na los. Nein, lebst du noch? Dein Puls schlägt nicht mehr. Nein, das kann doch nicht sein, Mann. Ich trag ihn raus, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich kann es ja verstehen, wenn du hier ausrastest, weil wir dich angezündet haben oder sonst was. Aber du tötest ganz bestimmt nicht meinen besten Freund. Jetzt bin ich zurück. Oxy, du bist so cool, Mann. Ich wusste, dass du schaffst. Ah, Venom. So sieht man sich also wieder. Carnage, Mann. Du wirst ganz bestimmt nichts meiner Klasse antun, Mann. Wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Aber jetzt... Jetzt werde ich dich töten. Ah, Venom, was ist denn mit dir nur geworden? Als wenn du jetzt schon Menschengefühle hast. Erbärmlich. Hör zu, Carnage. Damals war ich der Böse und du warst der Liebe. Du hast mir dazu geraten, dass man den Menschen auch vertrauen kann. Dann habe ich den Menschen vertraut und da... Die Menschen, die haben mich eingefroren. 600 Jahre lang. Wir können sie einfach töten. Und wir sind die Herrscher der Welt. Das kann ich aber nicht zulassen, Mann. Komm her, Mann. Nimm das, Mann. Bam. Carnage. Gib auf, Mann. Ah, was hast du vor? Warte. Und? Hat's geschmeckt? Oxy, du schaffst es, Mann. Ich glaube an dich. Und wie ich das schaffe? Komm her, Mann. Den hast du mir damals beigebracht. Bam. Und noch einer direkt hinterher. Komm her, Mann. Und nimm auch noch das hier, Mann.
Bam! Schaut, Leute, das andere Monster hilft uns. Oh Mann, ist das andere Monster heiß. Der finale Schlagmann. Bam! Ich gebe auf. Orksmann, du musst es zu Ende bringen. Töte ihn. Du hast zu viele Mitschüler von mir getötet. Ich kann leider keine Gnade zeigen. Es tut mir leid, aber jetzt kommt der letzte Schlag. Ich werde es zu Ende bringen. Warte mal, wo ist er hin, Mann? Er ist doch nicht verschwunden etwa. Wo ist er bitte? Was ist hier nur passiert? Oh, warte mal, ich spüre so einen Schmerz. Ich habe mich zurückverwandelt. Irgendwie mein Kopf tut so weh. Oksimann, du musst aufwachen. Komm schnell, Mann. Wach auf, Mann. Komm schon. Das Licht ist so hell, Mann. Wo bin ich hier? Warte mal, bin ich in einem Krankenhaus? Mir geht's gut. Oksimann! Lukas, Bro, du hast mich hier in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück geht's dir gut, Mann. Ja, Mann, mir geht's gut, aber ich muss dir was sagen. Was ist los, Bro, Mann? Hab ich irgendwas noch gemacht oder was passiert? Du hattest einen Kampf mit Carnage, Mann, und du hast uns alle gerettet, aber Olaf ist dann gestorben. Warte, was? Olaf ist tot? Oh nein, wieso habe ich ihn nicht aufgehalten? Wieso konnte ich mich nicht vorher verwandeln? Das kann doch nicht sein, Mann. Denn? Hä? Ey, mir geht's gut. Alles entspannt, Mann. Warte mal, Bro, du lebst ja noch. Oh, das ist ja schön, Mann. Ich bin so froh. Und unsere Lehrer und sowas leben die auch noch alle? Na, unser Lehrer hat es leider nicht geschafft. Leider, in Anführungszeichen. Aber Hauptsache, du lebst. Oh Mann, Jungs, ich bin so froh, Mann. Und Kevins ist auch tot. Egal, Jungs, zum Glück lebt ihr, Mann. Ich bin so... Wartet mal, Jungs, ich komm gleich wieder, ich muss kurz weg. Bro, alles gut. Oh Mann, ey, was macht der? Ey, übergibt er sich etwa gerade? Oh Mann, das hört sich gar nicht gut an. Ich komm jetzt. Okay, oh Mann, ich bin auch noch ein bisschen verletzt, aber ich muss mal nachschauen. Olaf, ist alles gut bei dir, Bro? Ja, Oxy, alles gut, was ist denn? Bro... Ja, Oxy, alles easy, Mann. Bist du dir echt sicher, dass alles gut mit dir aber ist, Bro? Aber Oxy, irgendwie hab ich Bock. Warte mal, Rosenlugas, wo bist du hin? Er ist einfach weggerannt. Wie, du hast Lust, Blut zu trinken? Ey, ganz ruhig, Mann, komm ganz her, ruhig. Oxy. Geh weg, Mann. Her, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stell dir weg. Was ist hier los? Weg. Rein, hier lang. Oh Mann, ey, hier rein. Alter, wohin sollen wir? Was ist mit ihm passiert? Hier hinten, versteck dich, komm her. Oh Mann, ey, hör zu, das ist mein Freund, ey, was macht der nur? Ja, Oxy, wo bist du? Oh Mann, ey, Frau Doktorin, haben Sie mich versorgt? Ja, hab ich, aber du solltest doch eigentlich im Bett liegen, was machst du bei deinen Kollegen? Hör zu, das ist doch nicht mein Kollege mehr, das ist Carnage, Mann, wir hatten einen Kampf, das ist Carnage aus dem Buch, weißt du? Carnage, den gibt es echt, was? Ja, ganz genau, und das Monster will uns essen, Mann, das ist mein Freund Olaf, Mann, was sollen wir denn jetzt noch machen? Hast du vielleicht den Russen Lukas gesehen oder ist der weggerannt? Nee, den habe ich nicht gesehen. Der war auf einmal nicht mehr im Krankenhaus. Wir müssen ihn irgendwie bezwingen oder so. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Oxy, ich rieche dich. Oxy Brook, aka Venom. Ich werde dich fressen und austrinken. Oh Mann, was machen wir denn? Jetzt hast du nicht irgendwie einen Panikbutton oder so, den du drücken kannst, damit die Polizei kommt? Ich meine, wir sind hier echt nicht mehr sicher, Mann. Er wird uns töten. Verstehst du das, Mann? Er wird uns töten. Ich habe so schreckliche Angst. Was machen wir denn jetzt nur? Ja, ich verstehe es, aber ich dachte, dass alles abgeregelt ist und dass alles sicher ist. Ich habe mich übergeirrt. Nein, hier ist nicht sicher. Warte, ich glaube, er geht hoch. Lass ihn mal verfolgen. Okay, wir müssen aber leise sein. Dann los. Bist du die einzige Doktorin hier oder was ist los? Ja, ich bin die einzige Doktorin. Heute ist Nachtschicht bei mir. Okay, dann los. Warte, er ist hochgegangen. Nein, nicht, dass jetzt ihre Reserven oder sowas auf ist. Schnell, wir müssen zu ihm gehen. Da vorne ist er. Komm nach hinten. Was ist denn überhaupt passiert? Ich habe nur einen Schrei gehört. Sie müssen sich vorstellen, er hat sich halt übergeben, ist dann irgendwie hinter so einen Tresen gegangen oder wie man das nennt. Und dann hat er sich einfach verwandelt. Mann, Carnage, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Was ist mit meinem Kollegen Olaf los? Sind das vielleicht die Medikamente oder woran liegt das? Vielleicht halluziniere ich ja auch nur. Ich muss mich mal ganz fest kneifen. Aua, das funktioniert nicht. Das liegt nicht an den Medikamenten. Ich weiß auch nicht genau, was mit deinen Kollegen ist, aber jedenfalls muss ich ihn mal gründlich untersuchen. Gründlich untersuchen? Was sind Sie denn für eine Doktorin, wenn ich fragen darf? Ich bin Dr. Leni Elene vom Roten Kreuz. Ich bin Doktorin für paranormale Aktivitäten, falls irgendwas Paranormales mit Patienten passiert. Oh Mann, warten Sie mal, dann bin ich ja hier bei Ihnen ja genau richtig. Mein Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Können Sie ihm bitte helfen? Ist das zufällig möglich, bitte? Ich werde ihn gleich erstmal kontrollieren und gucken, was ich machen kann. Okay. Dann müssen wir jetzt ganz schnell zu ihm gehen. Los, okay. Er befindet sich hier drin. Wir werden da jetzt reingehen, ganz leise. Wir werden ihn stürmen und dann werde ich ihn festhalten, okay? Okay, 3. 2. Und die letzte Zahl heißt 1 und rein. Warte mal, er hat sich wieder zurückverwandelt. Olaf, Bro, geht's dir gut? Komm, steh schon auf, Olaf. Oh,
Ist alles gut bei dir, Olaf? Was ist passiert, Mann? Was ist passiert? Tut weh, Mann. Ganz ruhig, mein Freundchen. Geh jetzt zurück auf die Liege. Okay, was ist passiert? Hab ich irgendwas gemacht? Hör zu, Bro. Ich erzähl's dir nachher. Okay, geh erstmal zurück auf die Liege. Dann werde ich dir alles erzählen in ganz Ruhe. Erstmal ganz einfach, das hier ist Doktorin Leni Elen vom Deutschen Roten Kreuz. Und sie wird dich jetzt untersuchen, okay, Bro? Vertrau ihr einfach, okay? Ich hab da irgendwie ein komisches Gefühl bei. Nein, 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 alles gut. Sie ist echt eine gute. Bro, hör mir zu, Mann, hör mir zu. Du musst ganz leise sein. Du hast dich irgendwie in dieses Carnage-Monster verwandelt, Mann. Was laberst du? Nein, wirklich, du hast dich da vorne übergeben und als ich zu dir gegangen bist, bist du auf einmal zu dem Carnage-Monster geworden und Lugas ist einfach abgehauen, Mann. Der hat einfach die Pfeife gezogen, Mann. Der ist einfach weggerannt. In Seite 150 bei dem Buch, das ich dir gezeigt habe, Carnage kann sich in andere Leute verwandeln, nachdem er getötet wurde. Ich habe ihn getötet und dadurch hat er jetzt Besitz in deinem Körper gemacht. Also er kann jetzt dich quasi kontrollieren, oder wie muss ich das verstehen? Ja, genau, aber man kann es auch irgendwie wenden, dass ich ihn kontrollieren kann, aber das ist ein ganz anderes. Das ist viel zu schwer, Mann. Das ist viel schwerer als bei dir und Venom. Wie muss ich das denn jetzt verstehen? Venom löst sich bei dir aus, wenn du sauer bist. Bei mir, wenn ich verletzt bin. Warte mal, wenn du verletzt bist, dann kommt Carnage hervor und bei mir kommt Venom hervor, wenn ich sauer bin. Das macht auf jeden Fall Sinn. Jungs, worüber redet ihr da? Ich will jetzt nicht über Actionfilme reden, sondern ihn kontrollieren. Oh, okay, Frau Doktor, dann kontrollieren Sie ihn mal. Hör zu, Bro, alles wird gut. Keine gute Idee. Wenn sie mir wehtut, dann werde ich zu Carnage, Mann. Nein, 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 ich werd hier die ganze Zeit aufpassen und schauen, was sie macht, okay? Ich vertraue ihr, Mann, sie hat mir geholfen. Okay, Mann. Du bekommst jetzt nur eine kleine Betäubungsspritze und dann merkst du erstmal gar nichts mehr, okay? Ja, okay. Und zack. Oh. Ist er jetzt eingeschlafen oder wie muss ich das verstehen? Also er hat jetzt die Betäubung bekommen, richtig? Ja, er hat jetzt die Betäubung bekommen. Das heißt, er sollte erstmal nichts spüren. Okay, okay. Und schlafen tut er anscheinend auch. Hör zu, du lass ihn ja nicht wehtun, okay? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Er ist doch betäubt, der merkt doch jetzt nichts. Ja, okay, das stimmt auch wiederum. Aber vielleicht, hör zu, in seinem Körper ist ein riesiges Wesen drin. Das heißt Carnage. Und ich muss dir etwas ganz Wichtiges sagen. In deinem Körper ist Venom. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Woher ich das weiß? Ihr habt ja gerade über was geredet. Ich habe erstmal gedacht, dass es Actionfilme sind. Aber wie du weißt, bin ich ja Ärztin für paranormale Aktivitäten. Denn sowas Ähnliches ist schon mal passiert. Warte mal, sowas Ähnliches ist schon mal passiert? Wie meinst du das denn jetzt? Wie darf ich das jetzt verstehen? Ich hatte vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, auch schon mal eine Patientin, wo Venom in ihr gelebt hat. Warte mal, früher war in einem anderen Körper Venom, aber warum ist denn jetzt Venom in mir? Das war genau vor 16 Jahren. Warte mal, genau vor 16 Jahren? Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, wurde Venom in dir versiegelt. Ja, okay, okay, das habe ich ja mittlerweile schon verstanden. Aber was hat es denn jetzt damit auf sich, dass er zu Carnage geworden ist? Ich meine, in ihm wurde nichts versiegelt, er war immer normal. Das weiß ich momentan leider noch nicht genau und das müssen wir jetzt erstmal herausfinden. Herausfinden? Aber wie willst du das denn bitte schaffen, Mann? Ist das Krankenhaus nicht viel zu normal dafür oder wie darf ich das verstehen? Ja, da hast du recht, das Krankenhaus ist dafür nicht geeignet. Wir müssen ihn an einen anderen Ort bringen. Bitte trag ihn jetzt raus, okay? Und folg mir bitte. Okay, okay. Zack, ich habe ihn auf meinem Rücken. Alles klar, ich folge dir direkt. Ich frage mich, wo es jetzt hingeht, Freundin. Na los. Okay, Leute, ich habe jetzt gefolgt. Sie meinte, ich soll irgendwie vor der Tür stehen bleiben. Wo ist sie nur hingegangen? Ich hoffe, sie kommt mal jetzt mal bald. Sie hat uns an so einen riesigen Ort hier geführt. Und sie überall Kisten und so. Schaut euch das mal an, Freunde. Wo bin ich hier bitte? Mann, ich hoffe, sie kommt. Oh, da ist sie ja schon. Hallo, Ox, wie geht's? Du kannst jetzt mit reinkommen. Okay, wie geht's Olaf? Was macht er gerade? Bis jetzt macht er nichts. Ich habe ihn eingesperrt. Eingesperrt? Wie meinst du das denn jetzt? Also nur zur Sicherheit, richtig? Ja, natürlich nur zur Sicherheit. Komm mal bitte mit. Okay, okay. Wo sind wir hier bitte, wenn ich fragen darf? Alter, wo sind wir hier, Mann? Sieht hier voll krass aus. Wir sind hier in einer Geheimstation. Hier kommen alle Leute hin, die paranormale Aktivitäten mit sich tragen. Oh, okay. Alter, was ist das denn für ein riesiges Labor? Werden hier mal die ganzen geheimwissenschaftlichen Experimente der Area 51 gemacht oder wie darf ich das verstehen? Ja, genau, Oxy, das hast du richtig erkannt. Oh, okay, Alter, wie krass ist das hier? Bitte schaut euch das mal an von mir. Hier sind überall die geheimen Sachen und sowas. Hier findet alles statt, das geheime Chemielabor. Warte mal, wo ist Olaf? Bist du da etwa drinne? Olaf, ist alles gut bei dir? Olaf, hallo. Olaf, hörst du mich? Olaf, hallo. Er kann mich nicht hören. Wie, er kann mich nicht hören? Was ist bitte mit ihm? Hol ihn da raus, Mann. Er stirbt doch. Er stirbt doch, Mann. Na los, wir müssen ihn da irgendwie rausholen. Olaf, ist alles gut bei... Hör zu, Oxy. Spiel da nicht dran herum. Was machst du da bitte mit ihm? Was passiert da jetzt mit ihm? Keine Sorge, wir haben ihn nur aus Sicherheitsgründen hier eingesperrt. Das ist ein ganz spezielles Wasser, was ihn erstmal beruhigt. Das heißt sozusagen,
dass er sich erstmal nicht verwandeln kann. Solange können wir auf den Computer nachgucken, was in seinem Körper passiert. Wow, das ist echt voll krass, Mann. Aber warte mal, muss das Gleiche nicht auch mit mir passieren? Nein, Oxy, das brauchen wir nicht mit dir machen. Weil du dich schon so weit entwickelt hast, dass du Venom schon fast selbst beherrschen kannst. Und ich will dir dabei helfen, ihn komplett zu beherrschen, sodass du kontrollieren kannst, wann und wo er auftaucht. Oh, okay, das klingt echt cool, Mann. Aber ich bin echt müde nach dem Flug mit dem Helikopter. Kann ich mich irgendwo zu Bett legen? Ich würde mich gerne hier erstmal vorne hinlegen und schlafen gehen. Ich bewache ihn dann so lange, okay? Kannst du machen, Oxy. Ich guck da mal auf den Computer und analysiere die Lage. Okay, dann ich wünsche dir eine gute Nacht. Oh Mann, Freunde, bin ich müde. Was sind das für Geräusche, Mann? Nein, bitte nicht verwandeln, nein. Oh, das war nur ein Albtraum. Alles gut, hier sind gar keine Geräusche. Oh Mann, ey, Gott sei Dank. Warte mal, Olaf. Olaf, ist alles gut bei dir? Olaf, was passiert da drinnen, Mann? Doktor, wo ist der Doktor hin? Olaf, bitte. Olaf, du musst da irgendwie rauskommen. Ich muss selbst zum Doktor. Hat der gerade echt die Glasscheibe kaputt gemacht? Oh, Olaf. Hör zu, Olaf. Alles ist gut. Olaf, Bro, alles wird gut. Ja, du weißt, wir beide sind doch beste Freunde. Ich bin Venom, Mann. Hör zu, Olaf. Du kannst mich gar nicht besiegen. Roxy, Venom, ich werde dich fressen und töten. Ich schmeck schon den Geschmack in meinem Mund. Ey, hör zu, Olaf, Mann. Freunde, vielleicht bringt es ja was, wenn ich auf ihn einrede. Vielleicht kriegt er dann ein warmes Herz. Ich probier's einfach. Carnage, hör zu. Olaf, wir beide sind doch beste Freunde. Und wir mögen uns doch, Mann. Hör zu, Bro. Bitte, du darfst mich nicht mehr angreifen. Ich bitte dich, Mann. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Bitte, Mann. Oxy, ich kann noch reden. Aber hilf mir, bitte. Komm näher. Nein, bleib da drin. Hör zu, Olaf. Du musst einfach nur ankämpfen, ja? Kämpf dich da raus, so wie ich's auch gemacht hab, Mann. Ich glaub näher, an dich, Mann. Bro. Komm da raus, ja. Komm da raus, Bro. Ich glaube an dich. Warte mal. Was? Nimm das, Oxy. Ich hab ihn komplett unter Kontrolle. Mir geht's gar nicht gut, Mann. Olaf, Mann. Bist du da noch drin? Ich bitte dich. Das ist Olaf, Mann. Es bringt nichts, Freunde. Er greift mich jeden Moment an. Ich muss hier schnell weg. Schnell weg hier, weg hier, weg hier. Frau Doktor, hier, wach schon auf. Na los, du musst unbedingt aufwachen. Ach ja, die Chemie. Frau Leni, hören Sie zu. Sie müssen jetzt echt aufstehen. Ja, wir müssen Oh Mann, es bringt nichts. Sie schläft tief und fest. Carnage kommt. Nein. Ich muss weg. Ich muss hier hin verstecken. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Nein, ich muss mich verwandeln. Mann, nein, bist nein. Du ja ess sie auf. Nein. Was macht der da nur? Nein. Schmeckt so gut. Mein Kopf, Finger weg. Nein. Er hat sie einfach echt getötet. Oh Mann. Wie lecker. Ich muss hier irgendwie weg, Mann. Ich stelle mich hinter die Maschine. Hier wird er mich bestimmt nicht finden, Mann. Dann los, er darf mich ja nicht finden, Mann. Ganz leise sein, Oxy, ganz leise sein. Oxy, wo bist du? Ich muss dich finden und töten. Töten werde ich dich. Oh Mann, Freunde, mir habe ich keine andere Wahl. Sobald er hier hinkommt, muss ich ihn einen auf den Dötz hauen. Dann los, Carnage, komm schon her. Perfekt. Und jetzt meine Chance. Ey, Carnage, dreh dich um, Mann. Nimm das. Oh Mann, es tut mir echt leid, Bro. Aber das wo. Warte mal, du hast dich zurückver... Ich hab mich zurückverwandelt, Oxy. Und nein, Freund, er hat sich eine Millisekunde, bevor ich ihn Schmerzen zugefügt habe, zurückverwandelt. Das heißt, er verwandelt sich wieder. Ja. Oh nein, er ist wieder da. Ich muss mich hinten verstecken. Schau hier hinten hin. Oh nein, er darf mich ja nicht finden, Mann. Oxy, wenn ich dich nicht finde, dann gehe ich halt in die Innenstadt und töte alle Menschen. Oh nein, er will in die Innenstadt gehen. Warte mal, hier unten liegt irgendwas. Oh Mann, das ist eine Waffe. Damit kann ich ihn bezwingen. Okay, ich muss schnell hinterher, bevor er wegrennt. Schnell. Nein, die Innenstadt! Oh nein, Mann, wenn er die Innenstadt erreicht, wird er alles zerstören, Mann. Ich muss ihn aufhalten. Wie sieht's hier bitte aus, Mann? Egal, ganz schnell hinterher. Ich muss ihn unbedingt aufhalten, Mann. Schnell. Schnell. Er ist doch in die Richtung gelaufen. Carnage, bitte, du darfst nichts kaputt machen. Olaf, Bro. Oh, wartet mal, Freunde. Oh Mann, was ist hier bitte passiert? Alter, schaut euch das mal an. Wie sieht's hier bitte aus? Einen Moment, Mann. Oh Mann, die Autos, die gehen jemand in die Luft. Ach du Scheiße, Mann. Oh Mann, was war das? Was war das für eine Explosion? Oh Mann, ganz vorsichtig, bevor noch die anderen Autos in die Luft fliegen. Oh nein, Carnage hat bereits die Stadt erreicht. Freunde, schaut euch das mal an, wie es hier aussieht, Mann. Alle Lehnen sind kaputt und hier sieht's so schlimm aus. Warte mal, da vorne ist ein Einwohner. Ich frag sie mal, was hier los ist. Entschuldigung, hallo. Ach,
Ach du Scheiße, Mann. Entschuldigung, könnt ihr mir sagen, was hier passiert ist? Was ist hier bitte los, Mann? Wo sind wir hier? Wo sind alle Menschen hin? Was ist hier bitte passiert? War hier zufällig ein riesiges Monster oder so etwas? Hallo, Mister. Wir wissen selber nicht, was das war. Warten Sie mal, war hier ein großes rosanes Monster? Rose, sei schon ein großes rotes Monster oder so etwas? Oh nein, oh nein. Ja, genau. Er hat die ganze Stadt kaputt gemacht. Wisst ihr zufällig, wo das Monster hingelaufen ist? Bitte, ihr müsst mir helfen, Mann. Ich suche es. Ich muss es unbedingt kriegen. Das wissen wir leider nicht so genau. Wir denken, dass es dahinter gelaufen ist. Okay, ich gehe da direkt hin. Warte mal. Hier war es ein Autounfall. Danke euch, ne? Ey, Leute, Entschuldigung, wisst ihr, was hier zufällig passiert ist? Habt ihr so ein rotes Monster gesehen oder so etwas? Warte mal, habt ihr einen Autounfall gemacht? Ja, wir hatten einen Autounfall. Oh nein, ey. Meine schöne Karre, nein. Alles nur wegen dem Monster. Oh Mann, ey, das tut mir total leid, Mann. Kalech, wo bist du? Ich muss dich unbedingt finden, Leute. Er macht hier alles kaputt, Mann. Die ganze Stadt, Mann. Alle Menschen weinen wegen ihm. Nein, nicht der Taco-Laden auch noch. Tacos sind meine Lieblingstacos, Mann. Dadurch muss da schon hingehen. Entschuldigung, hallo, hallo, hallo. Das Schweinerei, was fällt dir ein? Entschuldigung, Entschuldigung, haben Sie zufällig ein rotes Monster gesehen, das hier die ganze Stadt zerstört? Zufällig? Ja, das ist irgendwo da hinten hin. Das hat meinen ganzen Laden kaputt gemacht. Oh Mann, das tut mir echt leid für den Laden. Okay, ich muss jetzt direkt los, ne? Wissen Sie zufällig, wie das rote Monster sich genannt hat oder was es gesagt hat? Gesagt, er will irgendein Orksi finden. Er hat sich selbst Carnage genannt. Der Name war Orksi Brock. Genau, ich kann mich noch erinnern. Orksi Brock hieß der Name. Falls Sie ihn finden, sagen Sie, er wird für meinen Laden bezahlen. Okay, mache ich auf jeden Fall. Ich suche dann das rote Monster. Oh nein, Freunde, das rote Monster sucht mich, Mann. Wartet mal, das Militär war hier auch noch? Oh nein, das kann ja wohl nicht sein. Die gesamte Stadt ist einfach am Eimer. Schaut euch die Läden an und so weiter. Nein, 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 nein. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung, ist alles gut bei Ihnen? Freunde, was hier nur passiert, Mann? Sein Puls schlägt noch ganz leicht. Hallo, können Sie mir Auskunft darüber geben, was hier passiert ist? Warum war das Militär hier, bitte? Oh, alles tut weh. Das rote Monster. Oh Mann, der Arme, ey. Was ist hier nur Orksi! Wartet mal. Nein, 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 bitte nicht. Nein, das darf er nicht tun. Nein, 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 nein. Oh, er hat ihn einfach getötet und isst ihn jetzt auf. Schmeckt das gut. Ach du Scheiße, Mann. Olaf, Mann, was machst du da? Du bist doch nicht mehr ganz bei Sinn. Bitte, du musst da unbedingt rauskommen. Was machst du nur? Er ist Olaf, Mann. Ich muss mich irgendwie verwandeln, Freunde. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Hier ist niemand, der mir irgendwas machen kann. Ich kann mich einfach nicht verwandeln. Was soll ich nur tun? Orksi. Nein, er hat den Militärmann getötet. Nein. Hör zu, Olaf. Was hast du mit dieser Stadt gemacht? Schau sie dir an, Mann. Du bist doch ein Psychopath. Hör zu, ich habe das gesamte Buch gelesen. Und Carnage und Venom wohnen am Ende lieb. Ich habe es ganz genau bis zum Ende gelesen. Hör zu, Mann. Wir müssen einfach auf die Liebe. Bitte, hör mir zu, Olaf. Wir müssen auf die Liebe-Seite gehen, Mann. Schau dir das an. Alle Menschen haben Angst, Mann. Du hast überall Kummer und Sorgen und Ärger verbreitet. Schau dir das doch mal an, wie viel Angst die ganzen Menschen haben. Du hast alles zerstört, Mann. Alles wegen dir ist kaputt, Carnage. Hilf mir hier raus. Ich kann nicht so wie eins im Maul. Ich kann's nicht glauben, Mann. Was du mit Olaf einfach antust, Mann. Das kann nicht sein. Was willst du dagegen tun, Orksi? Kannst nichts machen, Mann. Oh, doch kann ich was machen. Du wirst damit nicht durchkommen, Carnage, Mann. Ich werde dich bezwingen und dich töten. Warte ab. Komm her. Na, komm du doch her, Mann. Oh, Mann, er ist gerade stärker als ich. Ich muss erst mal weg hier. Na los, na los, na los. Bringt euch alle in Sicherheit. Schnell weg, hier ist noch ein Monster. Sehr schön, rennt. Rennt alle weg, Mann. Hier wird's jetzt echt gefährlich, Mann. Oh, komm schon her, Mann. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Was ist deine tolle Idee? Was hast du jetzt vor, Orksi? Das ist meine tolle Idee, Mann. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt, Mann. Ist er tot? Du jagst wirklich alles in die Luft, Orksi. So kenne ich dich gar nicht. Hör zu, Carnage. Anscheinend muss ich dich wieder dahin schicken, wo du hingehörst. Aber diesmal werde ich dich töten, Mann. Komm her, Mann. Komm her. Komm her, Mann. Schnell weg, 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 weg. Er hat so Hits bekommen. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Luftangriff. Wie war das, Orksi? Du bist immer noch ein Schwächling wie früher. Ach du Scheiße. Er ist einfach gekommen vor meinem Haus. Was soll ich machen? Hilfe. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen, Mann. Komm her, Mann. Was war das für ein großer Sprung? Der Sprung, der dich in die Hölle schickt. Na, wie hat das geschmeckt, Mann? Hör auf, Olaf, Mann. Ich weiß, Mann. Du kannst nicht mehr. Ich weiß ganz genau, du kannst nicht mehr. Ich kann noch und ich werde dich töten. Ja, dann komm doch her, Mann. Na los, na los, na los. Ich muss hier irgendwie hoch, Mann. Orksi, du wirst mich nicht entwischen. Und wie ich dir entwischen werde? Na los, na los, weg, weg, weg. Komm weg, her, Mann. Okay, wo muss ich hin? Hier hinten hin, schnell, schnell, schnell. Darf mich ja nicht sehen, ich muss mich verstecken. Oh Mann, er ist echt stark geworden. Aber ich muss einfach mit meinem Faustschlag probieren. Wo bist du, Mann? Wo bist du?
Okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Dann los. Dreh dich um hinter dir, Bruder. Und nimm das. Na, wie hat das geschmeckt, Bruder? Oh, das ist weh. Ja, und jetzt kommt direkt der nächste hinterher. Und nimm das. Und noch einer direkt. Warte mal. Olaf. Du bist wieder da. Bro, ist alles gut bei dir, Mann? Komm hoch. Ist alles gut bei dir, Bro? Was ist passiert, Mann? Mann, ich hab die ganze Zeit irgendeinen komischen Traum gehabt, dass ich Carnage war. Jetzt ist alles gut. Danke, Bro, für deine Hilfe. Alles gut, Bro, dafür sind wir doch da. Und jetzt können wir zu dir, Carnage, wo ist er hin? Wo ist der Mann? Er ist verschwunden. Ich glaube aber, wir haben ihn aus der Welt geschaffen, oder nicht? Nein, es wird das gleiche passieren wie letztens. Wie meinst du das denn jetzt? Wie das bei mir passiert ist, es wird das in einem anderen Körper sein, Mann. Hör zu, das werden wir aber verhindern. Egal, was passieren wird, wir werden Carnage aufhalten, okay? Ja, wir werden Carnage aufhalten, wir werden ihn töten. Aber Oxy, was überhaupt passiert, Mann? Als ich dir auf dem Weg, lass uns erstmal nach Hause gehen. Na los, ja, okay, los. Komm. Oh Mann, Bro, was ein verrückter Tag das heute war. Ja, Mann, das ist echt recht, Oxy. Ey, aber Bro, ich bin froh, dass du wieder der Alte geworden bist. Ich meine, das war total verrückt, Mann. Du warst einfach Carnage und ich hatte... Alles gut, Bro. Das ist alles Vergangenheit. Du hast mich aus mir rausgeschlagen. Oh Mann, Bro, so kann man es auch formulieren. Auf jeden Fall, heute war echt ein total verrückter Tag. Ich bin echt müde. Die Sonne geht auch langsam unter. Ich würde dann jetzt erstmal nach Hause gehen. Möchtest du vielleicht mit mir kommen, Bro? Meine Mama hat bestimmt leckeres Essen gemacht. Ah, danke, Bro. Aber ich habe noch was zu erledigen. Ganz sicher, Bro, weil ich habe echt noch... Ja, Bro, mein Vater ruft mich. Ich muss ihm noch helfen. Aber wir sehen uns dann ein anderes Mal, okay? Ja, okay, Bro. Aber pass auf jeden Fall auf dich auf. Falls was ist und falls du was von dem Russen Lukas hörst, dann sag mir Bescheid, okay? Du hast ja meine Handynummer. Ja, mach ich. Also dann. Ciao, ciao. Hau rein, Bro. Ciao, ciao. Oh Mann, Freunde, irgendwie verhält er sich total merkwürdig. Ach, egal. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ich hoffe, mein Vater freut sich, dass ich wieder da bin. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Und auch ich werde ihn töten. Sehr gut, meine Armee. Oxy denkt wirklich, ich wäre sein Freund, Mann. Aber ich werde ihn noch dazu bringen, dass er sich verwandelt und mir dient, wie euch Carnages. Heil Olaf. Heil Olaf. Heil Olaf. Mein Plan wird aufgehen. Ach ja, Freunde, was ein wunderschöner Tag, Mann. Ich bin froh, dass sich alles wieder zur Normalität gewendet hat. Ich meine, letztes Mal hatten wir noch so viel Stress und jetzt einfach wieder alles normal. Oh, schau mal, da, das ist ja mein bester Freund. Yo, Bro, was geht ab? Alles klar bei dir, Mann? Wir müssen gleich in die Schule rein. Ja, Bro, da hast du recht, aber Bro, ich hab dich so vermisst, Digga. Bro, ich bin hier schon die ganze Zeit auf dich am Warten. Wo warst du? Bro, ich war doch zu Hause, Mann. Irgendwie in letzter Zeit verhältst du dich echt ein bisschen komisch, Bro. Ist eigentlich alles gut. Sag, dieser Carnage-Sache, ist irgendwas passiert, oder? Ach, alles gut, Bro. Ich liebe dich doch brüderlich. Also komm, lass in den Unterricht gehen, oder nicht? Okay, lass dir losgehen, Mann. Ich freue mich total auf Schule. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist, Mann. Nichts Schlimmes passiert. Das ist so cool, Mann. Endlich mal einen Tag, dass nichts Schlimmes... Oh, doch. Wie bitte? Was meinst du, Bro? Ich meine testen, Bro. Wir haben uns vergessen zu testen. Ach so, stimmt. Wir müssen uns noch testen. Lass direkt reingehen. Vielleicht dürfen wir uns ja drinnen testen oder so. Hallo, Frau Lehrerin. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen. 2G-Regel würde ich gerne erstmal eure Impfausweise sehen. Impfausweis oder Test, Jungs? Also, wir haben unseren Test zu Hause Wir haben alles gemacht. Bro, warum lügst du denn, Mann? Die checkt das doch, wenn wir lügen, oder nicht? Ich hab was dabei für uns beide. Okay. Ja, dann würde ich gerne erstmal eure Ausweise natürlich sehen. Alles gut, ich hab die Seite bei mir. Ja, er hat alles dabei. Ey, Bro, wo hast du diese Fake-Ausweise, Mann? Was sind das? Was ist das bitte? Tatsache, ihr seid beide geimpft. Na gut, dann könnt ihr jetzt in den Unterricht gehen. Komisch, dass auch von Oxy den Test hast. Ja, ich bin halt ein guter Kollege von Oxy und ich passe immer auf ihm auf. Genau. Okay, wir gehen dann jetzt in den Unterricht, ne? Ja, dann viel Spaß und lern schön. Ja, danke. Natürlich, Frau Lehrerin. Oh Mann, Bro, bist du dumm etwa? Seit wann lügst du denn so viel, Mann? Du kannst doch nicht einfach die Lehrerin anlügen. Ich meine, wenn die das rausfinden, Mann, die kann einfach unsere Eltern anrufen. Ach, egal, was ist denn daran so schlimm? Die wird uns eh nichts machen können, das weißt du doch genau. Also komm, ist das hoch. Ja, okay, Bro, ich bin so froh, dass alles wieder normal ist. Hast du eigentlich schon irgendwas von Lukas gehört? Der ist einfach verschwunden, Mann, das ist echt komisch. Ja, der hat echt Angst gehabt vor dir und mir und ich kann es ihm auch nicht übel nehmen. Oh, okay. Oh Mann, irgendwie habe ich das Gefühl, er weiß mehr, als er nur sagt. So, liebe Schüler. Warte mal, Bro, ist das nicht mein... was das macht ist denn, dein Dad, Mann. Was macht denn mein Dad da, Freunde? Lass mal direkt hingehen. Ey, yo, Dad, was machst du hier, Mann? Wir sind hier in der Schule. Was machst du hier bitte, Mann? Sag mir nicht, du bist jetzt Aushilfelehrer. Doch, genau das bin ich, weil euer anderer Lehrer irgendwie verschwunden ist. Bin ich jetzt der Aushilfelehrer? Ja. Oh Mann, Dad, das kannst du mir doch nicht antun, Mann. Ich mach... Ruhe, Oxy. Ja, okay, Dad. Ich muss euch allen was verkünden. So.
So, Schüler, die liebe Frau Wedel wird euch jetzt ein paar Sachen mitteilen. Oh Mann, mein Dad ist so unangenehm, so, Mann. Was redet der Schüler, da nur? Das was? Oh ja, Bro, da hast du auf jeden Fall recht einfach. Das ist sehr unangenehm. Was ist das denn für ein komischer Kauz? Ich finde, der Vater von Ellie ganz hot. So, liebe Schüler, wegen dem tragischen Unfall in Rom sind ja leider viele Mitschüler und Lehrer ums Leben gekommen. Wir sollten das am besten alles vergessen, was dort passiert ist. Wir haben hier jetzt auch eine neue Lehrkraft bekommen, Herr Brock. Er ist jetzt Aushilfelehrer wegen dem tragischen Unfall halt in Rom. Oh Mann, da hat sie auf jeden Fall recht. Das, was in Rom passiert ist, war echt schlimm, Mann. Ich meine, du bist total ausgetickt. Oder das war's damals ja noch gar nicht. Du, das war Carnage. Und ich muss ihn aufhalten. Weißt du noch, du warst da total verletzt, Bro. Ja, und das genau wegen dir. Wegen mir? Warum denn das? Ja, weil du nicht ausgerastet bist und dich nicht zu Venom verwandeln wolltest. Ja, okay, Bro. Aber letztendlich ist ja alles nochmal gut gegangen. Das finde ich zumindest gut. Warte mal, was sagen die Schüler da? Frau Lehrerin, wer hat denn das eine Monster aufgehalten? Ey, da kam noch so ein anderes Monster und das hat uns auch genauso beschützt. Ja, genau. Was hat das eigentlich damit auf sich? Also, liebe Schüler, wir haben darüber jetzt keine Information gekriegt, da ist irgendwas Paranormales halt passiert, weil Monster sollte es ja eigentlich so auf unserer Welt nicht geben. Wir haben von der Regierung oder an sich von der Polizei dafür keine Infos erhalten. Deswegen sollte uns das auch weiterhin nicht kümmern, weil das alles geregelt ist. Keine Sorge, Schüler. Jetzt seid ihr sicher mit Herr Brock. So, liebe Schüler, wir haben jetzt erstmal nochmal Matheunterricht und jetzt hopp hopp alle hoch. Okay, die gehen jetzt alle in den Unterricht rein. Oh Mann, Bro, siehst du das? Alle Schüler sind ein bisschen traurig wegen diesem Unfall. Wenn die nur wissen, dass ich der Held war, Mann, dass ich alles geregelt hab, Bro. Der Held? Ach, egal, komm jetzt das hoch. Okay, lass uns direkt in den Unterricht gehen, Mann. Ich bin aber echt froh, dass nichts Paranormales hier mehr passiert. Oh, warte, Bro, ich mach kurz meinen Schuh zu. Ja, ich komm gleich wieder. Alles klar, Bro, bis gleich. Jo, bis gleich, Bro. So, zack, na los, und... was war das denn? Ganz, ganz komisch, Mann. Egal, mein Schuh ist zu. Zack. Perfekt, ab in die Klasse, Mann. Na los, na los. Jungs, wartet auf mich, Mann. Ich komm doch direkt. Schnell, 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 schnell. Ich find's super, wie ihr euch alle konzentriert und richtig gut mitmacht beim Unterricht. Oh Mann, ist der Unterricht endlich zu Ende? So, liebe Schüler, ihr habt euch ja alle richtig ins Zeug gelegt. Jetzt ist die Testabgabe. Jetzt bringt eure Tests nach vorne, damit ich sie morgen euch einen schönen, guten Test vorlegen kann. Oh Mann, nein, Freunde. Ich hab die ganze Zeit gepennt, Mann. Ich hab's voll verpasst. Bro, ich hab verpennt, Mann. Was soll ich denn jetzt noch machen? Alles gut, ich hab für dich mitgeschrieben. Jetzt im Ernst? Ja, natürlich, Bro. Ja, du bist doch mein bester Freund. Oh Mann, ich wusste es, Mann. Du bist so eine Ehre, Mann. Danke dir, Bro. Na los, na los, na los. Okay, hier sind die Tests. Zack. Auf jeden Fall war eine tolle Stunde. Sie haben echt gut alles erklärt. Roxy, wo warst du eigentlich in der Stunde? Ich habe von dir gar nichts gehört. Na, ich saß, da saß aber ich. Aber sehr konzentriert. Genau. So, Jungs, dann geht mal in die Pause und vergesst nicht nächste Stunde Chemie. Okay, dann bis später. Wir machen die Chemie-Sachen und danke, Dad. Na los, los, lass direkt in die Pause gehen. Oh Mann, Bro, ey, der Test war der schwer eigentlich, weil du hast ja für mich alles mitgeschrieben, oder nicht? Ich hab doch natürlich die Lösungen neben mir gehabt. Oha, wie geil ist das denn, Mann? Oh, schau mal, alle gehen jetzt in die Pause rein. Ich hol noch kurz was aus meinem Spind, ja, Bro? Ja, mach das. Okay, bis gleich dann, Bro. Na los, dann los, dann los. So, zack, ey. Warte mal, wer hat das in mein Spind reingetan? Was ist das bitte, Mann? Oh Mann, ist das eklig, Mann. Wer hat das da bitte reingetan? Ey, yo, weißt du zufällig, was da los war, Mann? Na, alles gut bei dir? Nee, irgendwie nicht, Mann. Echt, das ist so komisch, Mann. Was ist da bitte los? Wer hat das da bitte... warte mal, Moment mal. Warte mal. Was war das da gerade, Freunde? Da war doch gerade ein, einen Moment mal, habe ich mir das gerade eingebildet? Oh nein, Mann. Okay, Freunde, alles gut, Mann, zum Glück. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Nein, schnell weg. Geh mir weg, Mann, geh mir weg. Freunde, was ist hier los, Mann? Woher kommt ihr alle, Mann? Ich weiß, dass du dich hier irgendwo versteckst, Mann. Wo bist du, Mann? Komm schon raus, du musst unter dem Tisch. Oh Mann, woher kommt das alles, Mann? Woher kommt das alles? Ich werd gleich noch verrückt. Oxy, Bro, ist alles okay? Nein, Bro, überhaupt nicht. Ist okay, Mann. Hier geht irgendwas ganz, ganz Komisches ab. Ich habe gerade 2 oder 3 Carnages gesehen, Mann. Wie kann das sein, Bro? Kann doch gar nicht sein, du hast ihn doch getötet, Mann. Ja, das dachte ich auch, aber ich meine, wie ist das denn möglich, Mann? Wenn ich habe ihn doch gerade ganz klar gesehen, Mann. Ich bin mir zu 100% sicher. Oxy, hör auf, irgend so ein Quatsch zu reden. Geh mal lieber dein Gesicht waschen und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht bist du einfach nur ein bisschen müde, hast du einen Albtraum gehabt. Du hast doch vorhin die ganze Zeit geschlafen, Mann. Oh Mann, Bro, das kann natürlich auch sein. Warte mal, hörst du das? Was geht da unten bitte ab? Leute, seht ihr das? Was ist das? Ey, da ist doch dieses
eine Monster, was uns alle auf Rom uns alle getötet hat. Schnell weg, Hilfe! Oh, hallo, Kinder. Hilfe, Mann! Oh, was ist da los? Schnell, wir müssen da schnell hingehen, Bro. Da ist irgendwas ganz, ganz komisches, Mann. Was passiert da nur? Oh Mann, ey, nicht das, was ich denke. Hör dir das mal an, die schreien alle rum. Schnell, lass runtergehen. Ach du Scheiße, was ist da nur los, Bro? Was passiert da nur? Oxy, er tötet alle. Was sollen wir jetzt machen? Oh Mann, Bro, also ich weiß es nicht. Ich. Rief nach dem anderen. Hilfe! Nein, Hilfe! Oxy, es tut mir leid, aber das muss ich jetzt machen. Warte mal, Bro, was meinst du? Ja, mein Plan geht auf, Mann! Aua! Ach, du Hässlicher. Na, das hast du verdient, stimmt's? Bro, was soll das, Mann? Ich hab so Kopfschmerzen. Nämlich Bro, du hässliches Stück Scheiße! Mann, die sterben alle. Nein, das darf nicht passieren. Was soll das? Nein, das darf nicht passieren. Er tötet alle. Nein, alle sterben, Mann. Was passiert hier? Olaf, tu was. Aua, ich hab so Kopfschmerzen. Sterben soll er nicht? Er soll sich doch nur verwandeln, Mann. Bleib hier, ich bin doch dein Kumpel. Ja. Olaf! Bro, was ist bitte passiert, Mann? Mir geht's wieder gut. Was passiert, Mann? Kann ich töten, alle? Schau nur. Oh Mann, er ist zurück. Das heißt, ich muss mich rächen. Carnage, komm schon her, Mann. Komm schon her. Klappt doch wie ein Schnürchen. Komm her, Mann. Da bist du, Carnage. Ey, Mann, warte ab, Carnage. Ich werde dich sowas von besiegen, Mann. Was hat das hier mit auf sich? Woher kommst du jetzt? Ich werde dich besiegen. Oh Mann, wie hört sich bitte deine Stimme an, Mann? Habe ich dich zu oft in die Hölle geschickt? Ich würde sagen, da gehörst du auch wieder hin. Dann los und... nimm das, Mann. Bam, ey. Oh. Na, und direkt noch einer hinterher. Komm hoch. Und. Zack. Gar nicht gut. Und jetzt kommt der finale Schlag, Mann. Warte ab, Mann. Jetzt werde ich dich töten. Und zack. Und bam. Zack. Warte mal. Wie? Er ist endgültig gestorben. Wie ist das möglich? Oh Mann, Oxy ist viel stärker geworden. Venom hat sich viel zu weit in ihm weiterentwickelt. Diese blöden Kopien von Carnage bringen nichts. Es müssen viel mehr kommen. Carnage, seid ihr alle im Funk? Ja, Boss, wir sind alle da und bereit zum Abruf. Kommt alle, greift ihm an, bringt ihn zu Boden und bringt ihn dann Leben zu mir und tötet keine Schüler mehr. Oh, wie komisch ist das denn? Warte mal, ihr seid alle hier versammelt. Oh Mann, du hast uns wieder unser Leben gerettet. Ja, natürlich, aber oh Mann, ey, meine Kraft lässt langsam nach. Oh, ich kann nicht endgültig in Venoms Gestalt sein. Jetzt habt ihr es, Mann, ich bin... Oxy, du bist Venom? Ja, klar, ich bin es. Warte mal, ist alles gut bei euch? Hallo, redet schon mit mir. Oh Mann, was ist das hier für ein Gas, Mann? Woher kommt das alles? Oxy, ist alles gut bei dir? Ja, Bro, alles gut, Mann, aber irgendwie sind die ganzen Schüler ohnmächtig geworden. Ich habe Carnage besiegt, Mann, er ist endgültig tot. Sehr gut gemacht, Oxy, du bist der Beste. Oh Mann, Bro, was machen wir denn jetzt nur? Ich meine, wir müssen irgendwie helfen. Oxy, du gehst jetzt sofort raus und begibst dich in Sicherheit, hast du verstanden? Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Hopp raus! Okay, Bro, ich schau, was mit meinem Dad ist. Dann los. Ich muss unbedingt schauen, ob es ihm gut geht. Oh Mann, ey, ich hoffe, es geht ihm gut. Schnell. Warte mal. Noch einer? Hallo, na, da bist du ja. Ach du Scheiße, Mann, ich muss schnell weg und Olaf fahren. Nein, nicht noch einer. Ey, Jungs, alles gut, Mann, wir können das doch ganz friedlich klären. Oh nein, Freunde, die kommen auf mich zu, Mann, ich habe nicht mehr genug Kraft, um mich zu verwandeln. Jungs, alles gut, Mann, wir können das doch friedlich klären. Jungs. Mein Kopf tut so weh, Mann. Aua, wo bin ich hier? Olaf. Ist dir gut? Olaf, da bist du ja. Olaf, wo sind wir hier, Mann? Warte mal, Olaf, du hast mich in dieses eine Labor gebracht von dieser Doktorin. Warte mal, Olaf, da sind ganz viele Carnages, Bro. Pass auf, Mann. Geh nach hinten. Oxy, du bist so leichtgläubig. Du bist so ein Idiot. Wie wär's, wenn du mal da hochgehst, oder? Olaf, Mann, was hat es damit auf sich? Was meinst du, Bro? Ach, Oxy, denkst du wirklich, dass wir Freunde sind? Ja. Falsch gedacht! Olaf, Mann, was hat es hier mit auf sich? Was meinst du? Warum sind hier ganz viele Carnages? Warum greifen die uns nicht an? Was ist hier passiert mit meiner Abwesenheit? Ach, Oxy, es wäre am besten jetzt für dich, wenn du jetzt da in dieses Glas hüpfst. Sonst kann es sehr schlimm für dich enden. Ach, Oxy, ich werde dir alles erzählen, okay? Warte mal, Bro. Was hat es hier mit auf sich? Erklär schon, was hast du gemacht? Was ist passiert in meiner Abwesenheit? Bitte. Was hab ich gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du mir nur angetan? Wegen dir bin ich zu Carnage geworden. Genau wegen dir. Und dafür werde ich Rache nehmen. Ich werde Rache nehmen und eine Venom-Armee machen aus dir. Ich werde Venom nehmen und ihn multiplizieren. Warte mal, Olaf, Mann, das bist doch nicht du, Mann. Ich werde die Welt übernehmen. Und jetzt gehst du
da rein? Olaf, hör zu, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ich weiß nicht, was das für ein Wasser ist. Und es tut mir auch leid, dass ich da reingemacht habe. Aber die eine Frau, der Doktor meinte, wir sollen nicht da reintun. Und wo sind wir hier überhaupt? Was ist das für ein geheimer wissenschaftlicher Ort, Mann? Du hast mich doch hier einmal eingesperrt, oder nicht? Ja, ja, klar, das sagte ich doch gerade schon bereits. Aber doch nur zu deinem Besten. Die Frau Doktorin meinte, wir müssen dich hier oben einsperren. Was hat es mir gebracht? Hat es mir nicht schlimmer gemacht? Ja, es sieht halt so aus, dass es wirklich also, jetzt ein bisschen schlimmer gemacht hat. Rein, oder? Hör zu, Olaf, Mann, das bist nicht du, Bro. In dir ist irgendeine komische böse Kraft, Mann. Hallo, Oxy? Olaf, Olaf, das bist doch du, Bro. Komm raus, Oxy, da, komm raus. Helf Olaf, mir, am besten folgt mir einfach. Okay. Ey, Leute, was ist bitte mit Olaf los? Was meinst du, Bro? Was soll da oben sein? Ja, ich komm ja schon hoch, Leute. Was hat der vor, Mann? Stell dich an die Kante, bitte. Unser Boss ist so schlau, Mann. Bringt ihn immer noch dazu, dass er immer noch glaubt. Ja, Olaf, Bro, was ist bitte mit dir, Mann? Ist alles gut bei dir? Ich versteh's nicht. Stell dich bitte mal hier hin. Ja, ich mach's ja schon. Olaf, was meinst du? Ich kann ihn nicht lange unterdrücken. Tanech ist immer noch in mir drin. Wie kann ich es immer noch in dir? Du glaubst es doch nicht wirklich, Oxy, du lächerlicher Idiot. Zumal, Bro, und mich heraus, ich krieg keine Luft. Wo bin ich hier, Mann? Oxy, mir ist keinen Sauerstoff mehr zu bekommen und die Augen langsam schließen sich. Ha, wie ist es so? Genauso hab ich mich gefühlt. Du Olaf, Idiot. Mann, was hast du vor, ey? Was hast du vor? Ich werd dich multiplizieren und dann wird die Welt mir gehören. Nein, 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 Olaf, tu das nicht. Boah, ich krieg keine Luft mehr. Nein, 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 nein. Na, Oxy, wie ist es da drin? Man sieht dich doch gar nicht mehr. Na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Na, jetzt weißt du, wie man sich fühlt, wenn man da drin eingesperrt ist, keine Luft mehr bekommt. Hä? Wie fühlt sich's an, du... Carnages, macht euch bereit. Wir gehen jetzt auf die Straße, aber wo bleibt eigentlich dieser verrückte Doktor? Er muss noch ein paar Experimente an Oxy durchführen. Also Leute, los! Ja, Boss, ich werde mitkommen und ich werde alle töten für sie. Boss, ich werde ihnen helfen, alle Menschen auszulöschen. Ja, Boss, wir werden Oxys Kräfte nutzen. Ja, mach genau weiter so. Also Leute, Angriff! Oh Mann, Freunde, so wird's also enden. Eingesperrt von meinem besten Freund in irgendeiner komischen Glaskugel, in irgendeinem komischen Labor. Und alles, was ich machen kann, ist einfach nichts, Mann. Ich wurde hier einfach eingesperrt. Was soll ich jetzt nur tun? Ich kann's nicht glauben. Ich wurde hier einfach eingesperrt. Und wo bin ich überhaupt? Warte mal, was passiert da hinten? Was passiert da, Mann? Holter, Rick, Sie sind auch endlich mal eingetroffen. Bisschen spät, ja. Oder nicht? Ja, ist schon relativ spät. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, aber das Wesentliche ist der Oxy, aka Venom. Holen Sie ihn raus, foltern Sie ihn. Oh nein, das kann doch nicht sein. Mein Bewusstsein ist zwar zu, aber meine Augen sind immer noch offen. Ich kann immer noch alles sehen und hören. Was machen die da nur? Wer ist das? Foltermann Rick? Folter Dr. Rick? Oh nein, was passiert hier nur mit mir? Ich muss weiter zuhören. Auf jeden Fall, dann nicht umbringen, bitte. Ich brauche ihn noch lebend. Haben Sie mich da verstanden? Ja, habe ich. Aber foltern Sie ihn einfach so gut, wie es geht. Der schläft da ganz tief. Also, Ich will hier raus. Ich will hier raus. Dann viel Spaß. Dann gehen wir mal die Leute töten. In der Stadt. Ja. Nein. Sie gehen in die Innenstadt. Alle Carnages gehen mit. Das kann doch nicht sein, man hat bestimmt noch eine ganz, ganz große Armee. Oh nein, was macht dieser Doktor da jetzt? Was macht der da? Ich muss ihn irgendwie aufhalten oder so. Ich muss hier doch irgendwie raus. Ah, ich kann mich kaum bewegen. Ah, na, schau ich mal, wie er aussieht. Hörst du mich? Natürlich höre ich ihn, aber ich kann nicht antworten. Oh Mann, was macht ihr hier nur mit mir? Aber das Wesentliche ist, was passiert da jetzt in der Innenstadt mit Carnage und mit dem verrückten Olaf, Mann? Ich muss ihn irgendwie aufhalten und hier rauskommen. Carnage-Armee, seid ihr bereit, alle Menschen hier in dieser Stadt zu töten? Ja, Boss. Sehr schön, das will ich hören. Also, steht alle auf und folgt mir sofort. Da ist doch schon eine leckere Person für euch, oder nicht? Ja, Boss, der sieht echt köstlich aus. Schaut ihm euch an, wie er nichts Wissens auf seinem Smartphone rumtippt. Das wird sein letztes Mal sein. Boss, was sollen wir tun? Was ihr tun sollt, ihr geht da jetzt einfach vor und isst ihm auf! Oh Boss, das war doch gar nicht der Plan. Schön, dass du daran gedacht hast, Carnage. Du hast recht. Also halten wir uns an den Plan. Verteilt euch, los! Ach, diese Person. Ich werde alle töten. Hallo, wie geht's Ihnen denn? Hallo. Was machen Sie denn? Ich hätte eine Frage an Sie. Ich schreibe gerade meiner Freundin. Was machen Sie noch so spät in der Nacht? Ja, ich wollte Sie fragen, wo hier der Weg zu der Bank ist. Der Herr, die Bank ist geschlossen. Das wissen Sie schon, oder? Es ist gerade spät in der Nacht. Da hast du ja recht. Aber mit wem tippst du denn da rum? Deine Freundin, die sieht aber lecker aus, aber... Wie redest du meine Freundin, als ich durchgeschlagen, hä? Bist du etwa aggressiv, du kleiner Zwerg? Wir können es auch anders klären. Komm mal in die dunkle Gasse da hinten. Da kann ich dir mal zeigen, wie es lang geht. Junge, komm doch einfach her. Ich bin bisher bester Mann im Kämpfen. Komm eins gegen eins, du bist rasiert. Komm doch, komm. Carnage ist Angriff! Hä? Was ist hier los?
Was soll das? Nein! Sollen wir dich essen? Genau, was denkst du, weil du bist, dass du so mit unserem Bus redest, hä? Wer seid ihr? Von wo kommt ihr denn? Du willst wirklich wissen, wer wir sind? Wir sind die Carnage-Armee und bau doch eine Venom-Armee. Ach, das ist egal jetzt. Ich werd Olaf der Heilige. Ich werd der Herrscher der Welt. Ich werd alle Menschen töten. Alle. Und du wirst mein erstes Opfer sein. Und deine Freundin als zweites. Aber schätz dich glücklich. Du bist das erste Opfer. Und ich würde sagen, Carnages, tötet ihn. Ja, ja, tötet ihn. Nein, nicht. Greift ihn an. Genau so. Tut es. Ja. Und jetzt werden wir die nächsten Menschen töten. Okay, Boss. Wir haben den ersten getötet. Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Wir suchen uns natürlich den nächsten, den wir töten und aufessen. Ach, schaut euch mal den Typen da links an. Meinst du den etwa im Laden? Ja, genau. Dieser Junge im Laden. Den werden wir essen, quälen und töten. Folgt mir, meine Carnage-Armee. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Boss. Wir folgen dir. Perfekt, Männer. So will ich es hören. Also folgt mir und kommt mit. Wir werden diesen Typen jetzt quälen und töten. Hallo, oh, Mr. Rick, ich bitte Sie, Sie müssen mich doch irgendwie hören, Mann, ich bitte Sie. Oh Mann, er hört mich einfach nicht, bitte, hallo. Hast du gerade was gesagt? Ach, warte mal, Sie hören mich, hören Sie zu, Mann, ich bin nicht der Böse, dieser andere ist der Böse, die Carnages sind die Bösen, nicht ich, bitte, Sie müssen mir unbedingt helfen, ich muss hier raus, Mann. Oh, wenn das so ist, aber die haben mich bezahlt, kannst du mich auch bezahlen? Ja, natürlich kann ich Sie bezahlen, aber ich bitte Sie, Sie müssen mich hier unbedingt rausholen. Ja, dann mache ich ein paar Experimente trotzdem mit Ihnen, Sie sind ja anschließend kein Mensch. Doch, natürlich bin ich ein Mensch. Warten Sie, gehen Sie nicht weg, Mann, Sie dürfen nicht weggehen, bitte nicht. Oh Mann, nein, was macht der da? Warten Sie mal, was passiert hier jetzt, was passiert jetzt? Oh, das wird immer mehr, Mann. Was machen Sie jetzt gerade? Stufe 1. Ah, Mann, was macht der? Ah, es tut so weh, Mann, hör auf damit. Na, fühlst du das? Ah, und passiert da schon was? Ah, es tut so weh, Mann. Lass mich raus, Mann. Lass mich schon hier raus, Mann. Lass mich hier raus. Aha, das ist ja seine richtige Kraft. Dann werden wir noch mal eine Stufe höher fahren. Nein. Dann fahren wir auf Stufe 3 hoch. Nein, bitte, Sie müssen das nicht tun, Mann. Nein, Willkommen zu meinem Laden. Aber warum seid ihr verkleidet? Halloween war doch schon vor ein paar Tagen. Ja, alles gut. Wir wollen nur einen doppelten Cheeseburger. Und am besten, du kommst mal heraus und gibst ihn uns persönlich. Ich will dir das Geld persönlich bar geben, okay? Ja, okay. Macht euch bereit. Wenn ich 3 sage, dann geht's los, okay? Bisschen beeilen. Ich hab nicht so viel Zeit. Sie bitte sehr. Ja, dann kommen Sie bitte raus. Ich muss es Ihnen doch persönlich geben. Warum persönlich? Ich bin nicht vom anderen Ufer, wenn Sie fragen. Aha, sind Sie also nicht? Ja, das ist aber schade. Aber ich würde sagen, Carnage-Armee, versammelt euch mal um ihn, kesselt ihm ein. Du bleibst hier, du kommst nirgendwo mehr hin. Das war dein letzter schöner Tag. Entschuldigen Sie, Sie dürfen das nicht. Ich rufe gleich die Polizei. Die Polizei also? Ruf sie gerne. Da habe ich noch viel mehr zu essen und zu töten. Was sollen wir? Natürlich, also viel Spaß euch noch und dir noch einen schönen Abend. Ach ja, Musik für meine Ohren, das hört sich doch wundervoll an. Oh, da ist doch schon das dritte Opfer. Carnage-Armee? Okay, das Versuchsobjekt hat sich immer noch nicht weiterentwickelt. Nein, bitte machen Sie das nicht mehr. Ich halte nicht noch einen aus. Ich bitte Sie. Das dürfen Sie nicht nochmal machen. Ich muss hier raus, Mann. Nein. Stufe 77. Nein. Oh, maximale Energie. Hoffentlich bringt es Sie nicht um. Oh Mann, es ist schon so spät. Wann kommt er denn endlich? Also, mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht's auch ganz gut. Haben Sie eigentlich einen Freund? Ja, aber der kommt irgendwie nicht. Wir wollten uns eigentlich hier treffen. War das so ein Typ mit schwarz-lilanen Haaren? Ja, genau. Ja, der hat gesagt, der hat eine andere. Habe ich vorhin da bei dem Cheeseburger-Restaurant gesehen. Wie wär's, wenn du einfach mit mir gehst, oder nicht? Ah, was ein Arsch, Mann. Okay, dann gehe ich eben mit dir. Wie heißt du eigentlich? Du siehst echt hübsch aus und deine Augen, die sind auch nicht ohne. Oh, du schmeichelst mir. Also, ich heiße Layla und du? Ich heiße Olaf. Wie wär's, wenn wir uns mal einen Kaffee trinken oder so. Ja, das klingt sehr gut. Aber ich habe noch ein besseres Angebot für dich. Dreh dich mal bitte um. Das sieht aber köstlich aus. Wie bitte? Carnages. Angriff! Musik! Ach, besser geht's doch gar nicht. Was geht denn da?
Oh Scheiße, er hat die Glasscheibe durchbrochen. Oh Scheiße. Jetzt will ich dir das antun, was du mir angetan hast. Und danach werde ich Olaf zurückholen. Oh Scheiße, Hilfe. Ah. Und jetzt werde ich mir Olaf holen. So, Carnage, jetzt müssen wir nur noch Oxy finden. Da bin ich ja schon. Du brauchst mich gar nicht mehr finden. Jetzt ist dein Untergang, Mann. Mein Gott, hab das echt Rick geschafft, die höchste Stufe in dir zu erwecken? Das ist echt erstaunlich, dass dein mickriger Körper das aushält. Hör zu, Mann. Wir beide waren Brüder, Mann. Ich hab dich geliebt. Ich hab für dich gekämpft. Und jetzt machst du so einen Move, Mann. Was soll das von mir? Hör zu, ich werd dich dafür bezwingen. Was gibt's da denn zu lachen, Mann? Was es da zu lachen gibt? Ganz einfach. Du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich da schlagen lassen von Carnage. Und du standest ich, da einfach vor. Ich hab dich im Stich gelassen, Mann. Ich hab dich gerettet. Verstehst du das denn nicht, Mann? Schau, wozu mich dieser Rick, dieser Seuchendoktor oder was das war, gemacht hat, Mann. Schau mich an. Ich bin eine pure Bestie. Das, was die Menschen immer an mir gesehen haben. Und jetzt werde ich dich töten. Mein Name ist viel stärker als du. Denkst du wirklich, das sind alle Carnages? Ich habe Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Und die werden dich bezwingen und töten. Hör zu, Mann. Ich bin mir sicher, dass ich es mit allen von euch aufnehmen werde. Ich meine, dieser Doktor hat mir so eine unfassbar hohe Kraft gegeben. Hör dir das an, Mann. Und jetzt ist dein Untergang. Komm her, Mann. Angriff, Carnages, Angriff. Ich werde dich sowas von besiegen. Komm her, Mann. Wir müssen ihn flankieren. Nee, lass einfach drauf da. Mann. Oh, Mann, wie hat er das so schnell gemacht? Ich muss schnell ausweichen, der greift mich an. Ich übernehme den. Oh, Mann, schnell. Komm her. Oh, Mann, schnell hier hoch. Mann. Was war das für ein heftiger Schlag? Komm schon, du Lusche. Steh auf und zeig sie, wer du bist. Das ist nur ein Venom-Schlag. Aber Meister, er ist viel zu stark. Steh auf. Gib einfach auf, Mann. Oh, Mann. Ich habe euch doch gesagt, ich bin stärker als ihr. Und jetzt, Olaf, komm bitte zu dir. Einen deiner Männer habe ich schon, beziehungsweise einer deiner Carnages. Jetzt, es bringt dir nichts mehr, ja? Die Symbionten bringen dir nichts. Denkst du wirklich, alle sind so schwach wie er? Oh, Mann, die wollen es also auch sehen, hä? Oh, Mann, den habe ich leider nicht getroffen. Schnell Rückzug. Ich habe gedacht, du bist der Stärkste. Warum rennst du denn weg? Oh, Mann, das nennt man auch taktischen Rückzug. Na los, und jetzt werde ich euch sowas von bekommen. 2-1, das wirst du verlieren, Mann. Und wie ich das gewinnen werde, Mann. Na los, musst du unbedingt bekommen. Oh Mann, Mann, die haben mir so viel Hits gegeben. Ich muss jetzt meinen Rückzug antreten. Oh, na los, ich muss weiter. Ich würde sagen, hier hoch. Zack. Und jetzt. Na los, weiter geht's. Oh Mann, er kommt direkt auf mich zugelaufen. Verteidigt mich, Mann. Oh Mann, ey, ich hab dir gesagt, leg dich nicht mit mir an. Wollt ihr immer noch mehr oder was? Meister, wir sind doch alle Symbionten. Warum sollen wir gegeneinander kämpfen? Oh Mann, ich versteh's auch nicht. Warum willst du gegen mich kämpfen? Na los, sag schon den wahren Grund. War's wegen Lena damals? Ganz genau, Oxy. Ganz genau. Wegen Lena, aber das ist Geschichte. Warte mal, echt jetzt? Nein, Mann, völliger Quatsch, als ob mich ein Mädchen jucken würde, weil du mich angegriffen hast, Oxy. Ey, warte doch jetzt mal, aber ich hatte doch gar keine Kontrolle über mich. Egal! Ich weiß es jetzt, wie man ihn kontrolliert. Dann komm her, Mann. Na los, nimm das, Mann. Schmetterer des Todes. Warte mal. Hier kriegst du noch einen. Oh Mann, verdammt. Ausweichen. Oh Mann, denk nicht, dass du mit dem Schlag irgendwas machen kannst. Den hab ich dir beigebracht. Schau her. Ich hab dir doch gesagt, damit kannst du nicht so viel austragen. Meister, ich rette dich. Und jetzt werde ich dich besiegen. Oder auch, oh Mann, ey. Ich bin Venom, Mann. Denk nicht, dass du hier mit irgendeinem gewöhnlichen Menschen redest. Ich hab dir gesagt, wir waren Freunde. Aber wenn du so spielen willst, dann werde ich dich jetzt halt töten müssen, Olaf. Renn nicht weg, greif an, Mann. Ich hab Angst, Mann. Trau dich schon, komm her. Schlag ihn doch jetzt einfach. Eine Absorption. Greif mich schon wieder an. Oh Mann, was ist das? Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Was hat der bitte gemacht? Endlich, es hat mal geklappt. Endlich hat das einer mal gescheit hinbekommen. Oh Mann, wieso kann ich mich nicht bewegen? Verdammt nochmal. Nein, er kommt auf mich zu. Hör zu, Olaf, Mann. Ich hab mit dir noch nicht abgeschlossen. Vertrau mir, egal was du jetzt machen wirst. Ich werde hier rauskommen. Und wenn ich hier rauskomme, werde ich dich töten, Mann. Ich werde jetzt deine Kraft absolvieren. Das wirst du nicht schaffen. Es wird viel zu viel Kraft. Dann hör auf damit. Du wirst damit. Mann, du wirst damit selber töten. Nimm ihn die ganze Kraft weg. Oh Mann, verdammt, hör auf damit, die Kraft kannst du nicht austragen, das kannst du gar nicht aushalten, Mann, das ist viel zu viel für dich. Ach ja, das wirst du schon sehen, ob es zu viel ist. Verwandlung! Oh Mann, was ist nur mit dir passiert? Wieso siehst du auf einmal so aus? Oh Mann. Ja, gib mir deine ganze Kraft! Meister, was passiert nur mit dir? Venoms Kraft habe ich schon mal, jetzt brauche ich doch deine Carnage. Warte, was meinst du? Er hat mir meine ganze Kraft genommen.
Oh Mann, ich kann nicht mehr. Warte mal. Und jetzt nimmt er noch seinem eigenen Kameraden die Kraft. Olaf, was ist nur mit dir? Lass mich los. Deine ganze Kraft gehört mir. Oh Mann, hör endlich auf damit, Olaf. Es bringt dir noch nichts, wenn du seine ganze Kraft nimmst. Schau mal, seine Hand. Du hast ihn echt getötet. Oh, Olaf, was ist nur mit dir? Ich will die Weltherrschaft. Wenn ich diese blonden Kraft habe, dann werde ich das erreichen und werde jede Armee zerstückeln. Jede Armee zerstückeln? Und was bringt dir das, wenn du die ganze Kraft hast? Du hast mir meine ganze Kraft mit deinem fiesen Trick genommen und du hast deine eigenen Kameraden getötet. Ist das etwa die Art, Liebe zu zeigen? Okay, Oxy. Das war's dann mit dir. Oh Mann, Oxybrock, wirst du echt so enden? Du wolltest doch eigentlich nur immer das Gute. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich darf einfach nicht sterben. Ich darf einfach nicht sterben. Hör zu, wir können... Nein! Ich habe ihn! Oh Mann, das kann doch nicht sein. Oh, warte mal, was ist das für ein Gefühl? Was ist das, Mann? Oh, ich habe immer noch genug Kraft. Was? Er hat immer noch genug Kraft, um sich zu verwandeln? Oh Mann, du hast wohl vergessen, dass mich heftiger Schmerz immer stärker macht. Und ich bin zwar nicht in meiner Endform, aber ich habe immer noch eine Au, Mann. Auch wenn du dich verwandeln kannst, es wird dir nichts bringen. Schau mich an, Oxy. Schau mich an. Das, was ich sehe, ist eine armselige Katze. Mehr ne... Oxy, ich würde sagen, schau mal lieber hinter dir. Oh Mann, wie hat er das so schnell gemacht? Hast du dich etwa gerade teleportiert? Wie hast du das bitte gemacht, Mann? Halt die Schnauze! Du bist außer Gefecht und jetzt werde ich die ganze Stadt zerstören. Oh Mann, Olaf, das darfst du nicht tun, Mann. Lass die Menschen hier in Frieden. Nein, 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 ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Okay, perfekt. Oxy müsste erledigt sein. Dieses Haus habe ich schon mal zerstört. Gehen wir schon mal zum nächsten Haus. Da vorne, das sieht doch wunderschön aus zum Zerstören. Wie kann ich das machen? Ich würde sagen, ich will jetzt einfach in die Luft jagen. Oh, warte mal, ich höre doch da Menschenstimmen. Ich hasse Menschen. So, mein Sohn, was möchtest du essen? Mama, ich möchte gerne Pommes haben. Na klar, mein Sohn, mach ich dir sofort. Mann, diese Menschen, ich hasse sie. Ich muss sie töten. Mama, ich mag dich so sehr. Ich dich auch, mein Sohn. Hier, ich habe noch einen Apfel für dich. Jetzt werde ich das Haus in die Luft jagen. Meine Macht ist so unglaublich stark. Keiner würde eine Chance gegen mich haben. Ich würde jeden zerstören. Ja, alles geht kaputt. Ja! Welches Haus zerstöre ich als nächstes? Das sieht doch gut aus. Schauen wir mal rein, wer da drin ist. Moin Steffen, heute gibt's echt wenig Dienste, ne? Langweiliger Tag? Da kann ich euch ganz einfach helfen. Wie wär's damit? Na, wie geht's euch? Was ist das denn jetzt? Wir sind leider ins Falschhaus reingegangen. Sie sind hier bei der Polizei. Nehmen Sie bitte die Hände hoch. Ich soll die Hände hochnehmen? Ach, wie wär's, wenn ich euch die Hände breche? Werdet sterben! Ja! Oh Mann, verdammt, wo bin ich denn jetzt bitte hier aufgewacht? Oh nein, warte mal, da vorne ist Carnage. Sieht er mich? Nein, 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 der darf mich ja nicht sehen. Schau hier hinten hin, verdammt. Venom, wo bist du? Oh Mann, verdammt, warte, der sucht mich, Freunde. Okay, ich hab eh noch kaum Kraft. Carnage, Mann, hör zu, wir müssen endlich Frieden schließen, ja? Wir können nicht weiter uns gegenseitig bekämpfen. Ich meine, er ist das Böse. Schau nur, er tötet alle Zivilisten da drinnen mit seinem Hammer. Verdammt, was sollen wir denn nur machen? Hör mir zu, Venom. Genau deswegen bin ich gekommen. Carnage, meinst du das etwa ernst? Möchtest du mit mir wieder zusammenarbeiten? Oh Mann, ich danke dir. Okay, dann lass uns gemeinsam den blöden Mistkerl dort stoppen, okay? Wir haben kaum eine Chance gegen ihn. Was, meinst du das etwa ernst? Ja, die Kraft von 3 Carnages und die ganze Kraft von dir. Aber keine Sorge, Dr. Strange wird kommen. Mann, verdammt, meinst du das ernst? Na gut, egal, Carnage, dann lass uns erstmal abhauen. Aber der arme Olaf, egal, na los, ich bin froh, dass wir wieder bebrüdert sind. Na los, schnell weg hier, schnell, schnell, schnell. Oh Mann, Freunde, wie spannend war das gerade, bitte? Lasst einen fetten Like da für diesen riesigen Film. Auf jeden Fall, Freunde, ich habe euch versprochen, dass ich jetzt noch eine kleine Überraschung für euch habe. Und zwar diesen Code hier. Dieser Code ist genau 1000 Mal verfügbar. Ihr könnt ihn einfach auf der exklusiven Epic Games Seite unter Codes einlösen. Und dann könnt ihr diesen extrem coolen Lama-Sphere einfach kostenlos freischalten. Mega coole Aktion. Falls ihr mehr Videos sehen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo und ein Like da. Vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Euer Oxy und ciao. Warte mal, ein Schaf? Verdammt nochmal, Freunde, wo bin ich hier bitte? Money.